Hallihallo, Hallöchen und einen schönen Abend hier bei Lurch und Lama. Zunächst einmal danke an all die Leute, die heute Nachmittag bei uns hier schon im Stream gewesen sind, als wir sehr spontan gestreamt haben, weil wir heute dank euch die 1000 Follower geknackt haben und wir sind jetzt bei 1004. Also an den Vieren, die seitdem dazugekommen sind. Dankeschön, dass ihr da seid. Ihr macht unser Leben lebenswert. Ich bin aber nicht alleine hier heute Abend, denn ich habe ganz tolle und fantastische Gäste. Und zwar habe ich mir heute Rollenspielmacher geholt. Da wären die Tabitha und der Alex vom Milan-Rollenspiel. Hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Und wie immer wisst ihr, wenn ich Gäste habe, gucke ich nicht so viel in den Stream. Borbi, der ist für dich. Sondern ich habe den Tele Algor dabei. Hallo, Tele Algor. Einen schönen guten Abend. So, wir sind also zu viert hier im Stream. Drei Leute könnt ihr sehen. Einer ist eine Stimme. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in den Chat. Der liebe Tele Algor wird uns dann diese Fragen mitteilen. Und dann versuchen wir sie zu beantworten, so gut es geht. Aber fangen wir erstmal mit unseren Gästen an. Ich habe heute auf dem Discord gefragt, wer das Milan-Rollenspiel kennt. Und es waren noch befremdlich wenig. Und das müssen wir heute dringend ändern. Das müssen wir heute dringend ändern und mehr Leute müssen das kennenlernen. Bevor wir aber über Milan reden, reden wir mal über euch. Wer seid ihr? Ja, soll ich erst mal anfangen? Fang du an, ja. Ja, also ich bin die Tabitha. Zusammen mit meiner Schwester habe ich das Rollenspielsystem Milan entwickelt. Ja, und das ist mittlerweile schon, also die Anfänge dessen, die gehen schon ganz schön weit zurück. Ich habe heute mal versucht nachzurechnen, 16 Jahre sind es jetzt bestimmt schon. Wow, okay. Ja, genau. Und damals alles noch sehr, sehr lose und noch sehr im Kopf von meiner Schwester und mit unserer Hausrunde dann öfter mal ein paar Runden gespielt, dann irgendwann auch mal auf Conventions und wenn ich so zurück überlege, also ich glaube, meine Schwester müsste damals sogar noch, ich weiß gar nicht, ob die noch in der Ausbildung war oder irgendwie sowas. Ich habe auf jeden Fall, also ich bin Mediengestalterin und habe das Ganze, wie meine Schwester auch, neben unserem Job irgendwie entwickelt. Also es ist praktisch, ja, Leidenschaft. Und ich kann gerne gleich noch ein bisschen mehr erzählen, aber ich möchte den Alex sich auch erstmal kurz vorstellen lassen. Also wir kennen uns seit 6 Jahren, er kam vor 6 Jahren ungefähr dazu. Genau, ja, also wir hatten gerade eben schon vorher nochmal drüber gesprochen. Ich bin jetzt seit 6 Jahren dabei, quasi über eine Schulfreundin, die irgendwie in der Nachbarschaft gewohnt hat, hat man sich dann kennengelernt. Und dann wurde ich so gefragt, ob ich mal so Pen and Paper spielen will. Und ich damals, jugendlicher Leichtsinn, hatte auch noch gar keine Ahnung davon, habe mir gesagt, ja, ich weiß nicht, kann ich mir schon mal anschauen. Und war gleich am ersten Abend voll begeistert von dem Spielen und einfach von Milan und generell Pen and Paper, und das hat mich super angefuchst und war ich gleich voll mit dabei. Ja, und jetzt sind 6 Jahre, die wir uns kennen. Und ja, ist krass. Genau, macht immer noch sehr viel Spaß. Also Milan war dein erstes Rollenspiel. Genau, ja, damit habe ich tatsächlich angefangen, Rollen zu spielen. Das erste Rollenspiel, ich kann es dir sagen, meine erste Rollenspielrunde war 86 und das lässt einen nie wieder los. Also das bleibt. Das glaube ich auch. Geht jetzt auch nicht mehr weg. Also vielleicht kann man das mit harter Therapie oder Elektroschocks oder sowas, aber ansonsten wirst du das nicht mehr los. Das bleibt. Rollenspiel ist doch die Therapie. Ja, genau. Das stimmt. Genau. Ich wollte irgendwann auch mal einen Stream machen über den Einsatz von Rollenspiel in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das kommt irgendwann noch. Machen wir irgendwann. Mit welchem Rollenspiel hast du angefangen, Tabitha? Das war das Schwarze Auge.
Aber ich muss gestehen, ich kann mich fast nicht mehr daran erinnern, weil ich war 7 oder 8. Mein Vater hatte dieses Spiel entdeckt und Krass, du brauchte hast mit 7 oder 8 8 Ja. angefangen. Ja, genau. Ich weiß noch, dass ich eine Streunerin gespielt habe, die irgendwie durch so einen Lufthauch hinter einem Busch irgendwie eine geheime Höhle entdeckt hat. Und ich glaube, ich bin gestorben, aber mein Vater hat sich dann wohl irgendwie gedacht, das kann er jetzt seiner kleinen Tochter nicht antun und hat es dann irgendwie so gedreht, dass ich dann doch überlebt habe. Das ist tatsächlich alles, was ich davon noch weiß. Dafür liegt es einfach schon viel zu lange zurück. Ja, krass. Ja, also ein paar Jahre später habe ich dann wieder mehr oder praktisch zum ersten Mal so richtig aktiv dann auch Rollenspiel gemacht. Das Schwarze Auge und Shadowrun und irgendwann auch mal GURPS auf einer Convention ausprobiert. Aber ja, das ging dann alles so los. So mit 16, 17 war ich dann eigentlich aktiv dabei. Also erst als Spielerin und dann irgendwann später auch als Meister. Sehr, sehr cool. Wow. Mit 7 oder 8. Okay, dann bin ich Späteinsteiger. Also ich war 12. So, also. Pff. Aber spannend, durch die Eltern reingekommen. Ja, also Krasse durch meinen Sache. Vater. Ich glaube, er hat meine Mom genauso genötigt wie seine beiden Töchter, aber ja. Und ich finde es spannend, weil heute gibt es ja inzwischen auch Rollenspiele für Kinder speziell. Also, die darauf ausgerichtet sind, mit Kindern gespielt zu werden, da passiert das gar nicht erst, dass die Charaktere töten und der Papa fuschen muss. Ja. Wie zur Hölle kommt man auf das schmale Brett, nachdem man DSA gesehen hat, das Spiel der 1000 Regeln, ein eigenes Rollenspiel zu machen? War es da förderlich, dass man so ein Spiel schon kannte, oder was hat euch dazu gebracht? Der Hintergrund oder wie ging's los? Also zunächst einmal, weder meine Schwester noch ich, wir sind beide die großen Regelfuchser. Für uns war es irgendwie immer wichtig, dass die Story dahinter Spaß macht, dass man die Leute am Tisch fesseln kann, sei es jetzt durch Horror oder Action oder Spannung oder sogar romantische Szenen irgendwie. Und die Regeln waren dann eigentlich immer mehr Mittel zum Zweck. Und natürlich hat man mal Lust, die Würfel auch mal rollen zu lassen oder mal eine Kampfsituation, aber das haben wir nie so ausgedehnt. Deswegen, ich habe auch erst immer nur im Nachhinein, als ich schon von DSA weg war, vom Hörensagen mitbekommen, dass es so unglaublich regellastig sein soll. Ich habe mir immer gedacht, ja, keine Ahnung, ich bin nie so weit vorgedrungen. Ich habe die wichtigsten mir rausgepickt und den Ja. Rest habe ich so nach meinem Ding durchgezogen und mir auch relativ schnell schon angefangen, Abenteuer, also bestehende Abenteuer, abzuändern, so wie ich es dann irgendwie besser fand oder so. Und meine Schwester ist da fast noch extremer. Also die ist ein unglaublich kreativer, belesener Fantasy-Liebhaber. Und also von ihr stammt ja praktisch diese gesamte Hintergrundwelt, der Metaplot, die ganze Lore. Und also selbst ich weiß noch nicht alles, was sie im Hintergrund ausgefuchst hat, weil wir haben praktisch so eine unsere Ur-Testerrunde, die halt seitdem so die intensivsten Abenteuer eigentlich mitspielen darf, sozusagen. Und das empfinde ich auch als ja, großes Privileg, weil man weiß ja, wie es ist. Hat man einmal ein Abenteuer gespielt oder hat man es mal gemeistert, dann war es das. Und Ja. ja, zumal ich natürlich auch die ganzen Abenteuer von meiner Schwester aufbereite. Ich schreibe auch ein paar eigene, aber meiner Meinung nach macht meine Schwester die besseren Storylines. Beim Wiederaufbereiten finde ich es immer wichtig, sowohl mal die Spielerseite gesehen zu haben, als auch die Meisterseite. Und dann am besten Fall lässt man es noch bei den anderen meistern und sitzt dann wiederum dabei und schreibt sich auf, wie das bei einem wieder anderen Meister rüberkommt. Also so wird das bei uns eigentlich alles dann hinterfragt und zusammengebastelt, bis dann am Schluss wirklich mal das für andere Leute fertige Abenteuer besteht. Aber ja, ich weiß nicht, es ist einfach, um auf deine Kernfrage zurückzukommen, wenn man ein Mensch ist mit einer Menge eigener Kreativität, dann passiert das, glaube ich, einfach. Ich glaube, das bleibt nicht aus. Also ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen mein allererstes Rollenspiel, was ich gebaut hatte, gefunden. Das waren eigentlich nur so
vier zusammenhängende Blätter mit ganz schlechten Zeichnungen, da war ich 11. Ja. Da hatte ich dann irgendwie versucht, eine Freundin zu nötigen, das mit mir zu spielen. Also, sehr cool. Ich glaube, das liegt im Blut bei mir und meiner Schwester. Ja, manchen Leuten liegt das einfach im Blut. Shadow, ein Follower auf Facebook und ehemaliger Arbeitskollege von mir, hat mich gebeten zu fragen, was genau die Inspiration für Milan gewesen ist. Also hat man eine Serie gesehen, einen Film, ein Buch oder ist das alles originär eure Idee? Gab es sowas, wo man gesagt hat, boah, daraus müsste ich ein Spiel machen? Also das ist tatsächlich mit einer der ungünstigsten Fragen, die jetzt hätten gestellt werden können, weil also die graue Eminenz, meine Schwester, ist ja heute leider nicht dabei und wie gesagt, von ihr stammt ja dieser der hauptsächliche Story-Hintergrund. Aber wie ich meine Schwester kenne, hat sie da keinen konkreten Aufhänger, sondern wenn überhaupt, dann ganz viele Details, die sie wiederum dann selber mit ganz vielen eigenen Eindrücken oder Gefühlen und Ideen kombiniert und dann das so draus macht und ja. Also eher viele, viele Einflüsse und ganz, ganz viel eigene Kreativität. Ja, ja. Okay. Das, ich glaube, das ist auch eine Antwort, die man immer geben muss. Denn ganz oft ist es sogar so, dass man merkt, ich habe eine tolle Idee und man schreibt was auf und merkt dann hinterher, ach Moment. Ich da und daher, oder die gibt's schon. Daher habe ich das. So, also es ist ja ganz oft so, dass man einfach, wenn man viel liest und schaut, dann hat man viele Dinge im Kopf und der Kopf macht dann was anderes draus. Gut, wir haben euch kennengelernt. Ein bisschen. Milan, euer Rollenspiel. Worum geht's? Drei Sätze. Versuch. Drei Sätze. Okay. Macht den sogenannten Milan Elevator Pitch. Also stelle mir in maximal 2 bis 3 Minuten das Milan-Rollenspiel vor. Okay, also Milan ist ein Söldnerorden auf unserer Erde und wurde gegründet etwa im Jahr 0 und lässt sich spielen bis zum Jahr 2500. Dabei sind Milane ursprünglich Menschen gewesen und durch die Einsetzung einer Larve, einer Milan-Larve, haben sie magische Kräfte erlangt. Ich würde sagen, das ist jetzt so eine ganz kurze Zusammenfassung. Ja. Das ist mir tatsächlich beim Lesen des Buches als erstes super positiv aufgefallen. Man kann dieses Spiel spielen in jeder Zeit, die man will. Also quasi zwischen 0 und also 2500 sollte man nicht mehr spielen. Ich glaube, das ist ein schlechter Zeitpunkt, um da noch mitzuspielen. Sagen wir 2490. Das wäre noch in Ordnung. Wir wollen da jetzt nicht zu viel den Inhalt spoilern. Irgendwo dazwischen kann man spielen. Man hat die gleiche Welt, den gleichen Hintergrund in ganz vielen verschiedenen Zeitlinien. Hammer! Also das ist mir direkt aufgefallen. Das fand ich mega cool. Weil, kenne ich so nicht. Also ich wüsste kein anderes Rollenspiel, das das anbietet. Okay. Das ist interessant, also hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht... Vampire gedacht. Vielleicht noch ein bisschen über Dark Ages und da gibt es halt 2 Zeiten, aber das ist immer sehr fest. Du kannst entweder Mittelalter oder heute spielen. Bei Cthulhu wird dir angeboten irgendwie 1890, 1920 oder jetzt. Aber eins, das wirklich so sagt, pass auf, das ist die Zeitlinie und zwar bis in 500 Jahre Zukunft. Hau rein, mach, was du willst. Das finde ich cool. Also ich finde es vor allem super einsteigerfreundlich dadurch, weil man hat erst eine komplett neue Welt, die man sich irgendwie vorstellen muss oder in die man sich einfinden muss, sondern man hat erstmal unsere Erde und darauf spielt man und kennt so die ganzen Grundbegebenheiten und muss dann eben nur noch das, was Milan dazu mit reinbringt, eben sich ein bisschen
aneignen und da ein bisschen reinfinden. Genau, und der Vorteil eben, wie du schon selber gesagt hast, durch die große Bandbreite der unterschiedlichen Zeitepochen, man ist nicht so festgelegt. Das heißt, der DSA-Spieler, der vielleicht lieber eher so mit Schwert und Pferd durch die Gegend zieht, der kann genauso Freude daran finden wie der Shadowrun-Spieler, der halt irgendwie so Zukunftsszenarien, Sci-Fi, Utopien oder irgendwie sowas lieber mag. Also das ist schon... Aber fangen wir doch mal beim Jahr Null an. Also es ist ein Söldnerorden gegründet worden, der welche Aufgabe hatte. Also ich meine, das ist ein Söldnerorden, der 2500 Jahre hält. Muss man ja mal überlegen. Also das passiert hier jetzt nicht, weil 2500 Jahre lang jemand denen Geld gibt für Söldnerjobs. Was war die Motivation in der Lore, Milan zu gründen? Das war ganz am Anfang so, da war das quasi in den Alpen, gar nicht so weit weg von uns. Da hat eine Herzogin? Auf jeden Fall eine Adlige, ohne Kinder und verwitwet. Und die hatte eben eine eigene Burg und war dann natürlich nicht geschützt. Das heißt, sie hat irgendjemand gebraucht, der diese Burg quasi beschützen kann. Und hat sich dann mehr Leute rangeholt, die quasi als Hexer und Alchemisten verschrien waren. Die wollte ja damals niemand irgendwo haben, die wurden ja überall vertrieben. Und im Gegensatz dafür, dass sie die bei sich aufgenommen hat, wurde sie von ihnen beschützt. Und die konnten dann eben da ihre Experimente machen. Und aus diesen Experimenten ist dann eben irgendwann mehr geworden und auch was entstanden. Und so sind dann eben auch die ersten Milan-Fraktionen entstanden und damit dann der Milan-Orden. Okay. Burg, Alpen, Hexer, das klingt für mich erstmal mehr nach Mittelalter als nach Christi Geburt. Das ist mir aufgefallen beim Lesen. Ja, da dachte ich, eine Frau, die eine Burg in den Alpen besitzt, selbst als Adelige, im Jahr Null, das ist schon special. Römerin oder ist das überhaupt nicht wichtig? Also war das irgendwie eine Patrizierin oder? Also letzten Endes rein zum Bespielen des all dessen, was mit dem Grundregelwerk möglich ist, ist es überhaupt nicht wichtig. Grundsätzlich, eben weil genau solche Fragen aufkamen, arbeiten meine Schwester und ich jetzt noch an einem, also an einer Erweiterung, also wo es auch noch ein paar Spielerweiterungen geben soll, aber in erster Linie auch ganz viel, nochmal mehr Hintergrundinformationen. Was hat das mit der ersten hohen Dame auf sich? Wie hat sich das weiterentwickelt? Wann wurde die erste hohe Dame dann auch selber zum Milan, also zum magisch begabten Wesen sozusagen? Eben weil genau in der unter dem Hintergrund, dass viele Leute eben gesagt haben, Mensch, irgendwie, das klingt alles noch so spannend, gibt es da mehr und so weiter. Und was Hexer und Alchemisten angeht, das darf man sich, glaube ich, nicht so aufs Mittelalter genagelt vorstellen, sondern es ist halt eine, ich sag mal, eine perfekte Bezeichnung, eine perfekte Fantasy-Bezeichnung für, naja, das, was es letzten Endes ist, also eine Form von experimenteller, was man sich darunter auch immer entsprechend vorstellen mag. In dem Fall, das ist ja unsere magische, fiktive Komponente, die wir mit einbringen, mit diesem Symbionten, der praktisch eingesetzt wird. Und genau. Also ich habe das extra gefragt, weil natürlich Leute das lesen und dann erstmal so, passt das? Aber natürlich würde das sogar historisch passen, wenn man sagt, dass es eine Patrizierin ist, die sich zurückgezogen hat. In den Alpen muss ja nicht heißen, die sitzt oben auf der Bergspitze. Ne? Also das ist ja, also die Alpen sind groß. Ja. Auch heute wohnen Leute in den Alpen und die Alpen haben auch eine italienische Seite, also damals eine römische Seite. Es ist also durchaus möglich, dass eine römische Patrizierin um die Jahrhundertwende dort eine Art Burg gehabt hat. Das passt schon. Dafür muss man nicht mal was retconnen, selbst wenn man es weiter definiert. Gut. Die große Dame? So. Hohe Dame später. Die hohe Lady, Dame. So genau. Im Laufe der Zeit. Ja. Also, genau. In erster Linie am Anfang Söldnerorden und dann, je weiter es praktisch in die Gegenwart hineingeht oder in die Zukunft, könnte man schon fast von einer Art
Dienstleistungsorganisation sprechen für die unterschiedlichsten Dienstleistungen oder Aufträge, die dann eben angenommen werden. Wenn wir über Alignment reden, ne, was man ja aus D&D sehr gut kennt, das mit chaotisch oder gesetzestreu und, mhm, und gut und böse und neutral und wo würdet ihr diese Organisation ansiedeln? Also das würde ich sagen, ist tatsächlich auch ein Vorteil des, des Spielsystems. Dadurch, dass es ja ursprünglich aus dem Söldnerorden heraus entstanden ist, kann sich praktisch jeder für seinen Charakter, seine Gesinnung selbst überlegen sozusagen. Also man könnte sowohl jemanden spielen, der da ein moralisches, höheres Gut im Sinn hat und da wirklich rechtschaffend mit allem umgehen will, was ihm irgendwie so begegnet auf seinem Weg, egal ob privat oder im Auftrag. Und dann gibt es durchaus Leute, also eben Charaktere, die ja, die dann letzten Endes vielleicht doch irgendwie versuchen, noch in die eigene Tasche zu arbeiten oder die nicht mit der Wimper zucken, wenn es darum geht, einen vollkommen Unbeteiligten einfach wegzuschnetzeln. Also das ist auch ziemlich offen. Also ja. Ich persönlich, ich finde es natürlich irgendwie immer schön, wenn die Leute moralisch gut sind, aber naja, also es soll ja jeder spielen können, was er will und auch Abwechslung macht es ja irgendwie schön, aber also es ist auf die Möglichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Ich mag Gruppen, die moralisch flexibel, aber im Grundsatz ja, gut sind. Gut. So, also schon so, ha, machen wir vielleicht doch. Also so dieser klassische gute Schurke. Also der klaut, der kann auch mal das Gesetz übertreten, aber so grundsätzlich das Herz auf dem richtigen Fleck. Also, Jahr Null, irgendwo in den Alpen, die hohe Dame hat Söldner um sich geschart und die gesellschaftlich Ausgestoßenen, die haben Experimente gemacht und haben irgendwann festgestellt, ha, wir können da was Tolles machen. Wir können nämlich Leuten Symbionten oder Parasiten einsetzen. Und dann können die Dinge, gut, 50%, oder sagen wir 80% der Leute, bei denen wir das versuchen, überleben nicht. Aber die anderen sind toll. Das ist so ein bisschen der Start des Ganzen, richtig? Ja, gut zusammengefasst. Ihr merkt, ich habe es gelesen. Sicherlich, es mag da vielleicht so dann in der Vergangenheit einige dunkle Aspekte geben, aber ich finde das eigentlich auch gut und schön und das macht es eigentlich, weil das macht es interessant. So die Dinge, die man dann so ausgraben kann, wenn man dann halt selber so seinen kleinen Söldner in der Gruppe spielt, der eigentlich vielleicht noch nicht ganz so viel zu melden hat. Und je tiefer man dann irgendwie einsteigt in die unterschiedlichsten Abenteuer, in die Kampagnen oder entsprechend dann in die Hintergründe Milans, umso mehr kommt dann vielleicht auch irgendwie zutage. Und also ich darf und kann da gar nicht viel dazu sagen, aber manche Sachen, wenn man sich... In dem Grundregelwerk schon genug gelesen, was einem die Möglichkeit gibt, diese Organisation sehr zu mögen und sehr zu hassen. Ja, denn du sagst, es mag in der Vergangenheit dunkle Flecken gegeben haben. Erklär doch mal bitte den Zuschauern, in welcher Prozedur man vom Menschen zum Milan wird. Und das ist halt was, wo du sagst, in der Vergangenheit hat es Böses gelesen. Ja, ich habe das gelesen und dachte mir so, holla die Waldfee. Alles klar, kann man so machen. Ja, wobei natürlich alle Suchenden oder alle dann später Gefundenen, wie sie genannt werden, die eben aus vollem Herzen Milan werden wollen, die werden ja nicht belogen. Die werden ja wirklich im Plan rübergelassen. Übrigens, der Eingriff ist sehr, sehr schmerzhaft und muss leider bei vollem Bewusstsein durchgeführt werden. Also Geh mal einen Schritt zurück, weil ich hab zwar das Ganze angespoilert, was passiert und dass da was Schreckliches ist. Ein Mensch wird geboren. Was passiert, bis er zum Milan wird? Bis dahin lebt er erstmal sein Leben und irgendwann stellt er eben fest, okay, es muss irgendwie mehr geben. Das Leben reicht mir so nicht.
da muss noch mehr sein. Und dann ist er quasi so ein Suchender, sage ich jetzt mal, so wird er genannt. Und irgendwann findet ihn Milan oder vielleicht findet er auch Milan und wird dann dort aufgenommen und ist dann gefundener. Und dann kommt eben schon der angespoilerte Eingriff. Ich weiß, du kannst das wahrscheinlich schöner beschreiben. Ja. Ich habe es gelesen und ich hätte eine unglaubliche Freude darin als Spielleiter, diese Prozedur mit den Spielern zu spielen. Es wäre nicht schön. Also für mich schon, aber für die Spieler nicht zwangsläufig. Also, was passiert? Also man ist ein Gefundener, man wird eingeführt in die Organisation. Es wird einem erklärt, das ist Milan, du hast recht. Es gibt mehr auf dieser Welt, als du da draußen siehst. Denn Milan ist auch ein bisschen sowas wie eine Geheimgesellschaft, richtig? Also nicht jeder Mensch weiß, dass es die Organisation Milan gibt. Genau, dann komme ich jetzt einfach doch mal auf den Punkt. Also im Prinzip wird derjenige, wie schon gesagt, bei vollem Bewusstsein in ein Becken gelegt. Und das ist gefüllt mit desinfizierender Flüssigkeit. Und dann wird ihm da Drogen durchsetzt. Spezielle Drogen für diesen Symbionten, damit der gut wachsen kann. Genau, und dann wird dem Gefundenen auch weiterhin bei vollem Bewusstsein eben der Brustkorb aufgeschnitten. Und da gibt es auch ein schönes Bild dazu dann im Regelwerk. Ich habe es gesehen, wo, ja. Genau, es ist wo die Brust so schön aufgeklappt wird. Und dann wird da eben der sogenannte Symbiont, also die Larve, reingesetzt. Und die ganzen einzelnen verästelten Stränge von dieser Milan-Larve werden dann an den Nervensträngen von dem Körper, von dem Wirt, angelegt. Und genau, dann kann der da drin quasi wachsen und größer werden. Aber vorher wird er erstmal wieder zugemacht. Ja, natürlich. Ja. Wieder zugemacht, ja. Hilft. Tja, und ja, ab dann praktisch entwickelt sich, da fängt an, dieser vorher nur Mensch jetzt eben magische Kräfte zu entwickeln, die dann immer stärker werden und sich nach 8 verschiedenen Richtungen eben spezialisieren können, wenn man so will. Ja, also ihr müsst euch, also ich finde, dass je nachdem, mit welchen Leuten man spielt, man diesen Prozess natürlich auch durchaus anpassen kann. Das steht zwar so in dem Grundregelwerk drin, aber gerade wenn man das mit jüngeren Menschen spielt, würde ich den Milan-Werdungsprozess ein bisschen anpassen. Generell, ich möchte da mal kurz reingrätschen. Und zwar haben wir eine Frage aus dem Chat, was das betrifft. Woher kommt denn der Name Milan genau? Ist das eine Abkürzung? Ist das eine... Wie fand sich dieser Name? Ja, ihr seid. Ach so, soll ich? Also der ist schlichtweg einfach letzten Endes das Wappen, das ursprünglich ein Söldnerordens gewesen, weil die Adlige damals mit Milanen auf die Beiz gegangen ist. Und dann hat sich irgendwann, wenn die, also nachdem sich die Söldner schon einen Namen gemacht hatten, wenn die dann irgendwie losgeschickt worden sind, dann hat sich eingebürgert zu sagen, die hohe Dame schickt ihre Milane auf die Jagd. Und das war dann praktisch nicht mehr nur der, nur der Greifvogel, der auf die Beiz geschickt wird, sondern dann eben auch die Söldner, die losgezogen sind, um irgendwelche Aufträge zu erledigen und sich dadurch halt immer intensiver einen Ruf eigentlich erarbeitet haben. Und du hattest es vorhin mal angesprochen, mit von wegen Geheimgesellschaft und so weiter. Also tatsächlich im Großen und Ganzen ja, Geheimgesellschaft, aber das ist je nach zeitlicher Einordnung, je nach Epoche, mal mehr, mal weniger der Fall gewesen. Also wie gesagt, ganz am Anfang hatten sie sogar eher diesen legendären Ruf, wobei sie immer noch nicht unbedingt haben raushängen lassen, was sie so können, denn das konnte dann irgendwann schnell nach hinten losgehen, wenn dann plötzlich irgendwie Engelsflügel da waren oder irgendwie vermeintlich die aussahen wie Dämonen. Dann haben sie sich gleich, so ein paar Jahre später, ist dann der vermeintliche Erzfeind von Milan noch auf der Bildfläche erschienen, der gesagt hat, so, agieren hier mit Götter oder besser gesagt Dämonenkräften, das geht gar nicht. Und die haben sich dann auch zur Aufgabe gemacht, eigentlich Milan offen zu widerstehen, wobei das in unterschiedlichen
Epochen mal mehr, mal weniger der Fall war. Also es gibt eine Nemesis für den Milanorden. Eine menschliche. Es gibt auch noch ein paar andere Bedrohungen da in dieser Welt. Sagen wir mal deswegen jetzt der menschliche Gegenspieler, genau, das ist der Orden der Heiligen Luisa oder später ab der Gegenwart dann auch das Luisenhaus genannt, die dann versucht haben, praktisch über Technik den Melanen irgendwie ebenbürtig zu werden und dann sogar selber einen Weg gefunden haben, um sich immun zu machen gegen die Kräfte der Melanen. Okay. Kommen wir nochmal auf den Gua'uld. Nein, die Milan-Larve. Das war meine Assoziation, als ich es gesehen habe. Den Vergleich habe ich tatsächlich auch schon einmal gehört, Ja, komm, also, dass da etwas Wurmartiges in der Brust ist, also gut, der Gua'uld ist halt im Bauch. Ich glaube, ich habe meine Schwester niemals Stargate gesehen. Also das ist... Das ist ja, ich glaube ja auch fest an Parallelentwicklungen, ne? Also es können weil zwei Leute gleichzeitig eine Idee haben, heißt das nicht, dass der eine beim anderen abschreibt. Selbst wenn einer 20 Jahre später die Idee hatte, muss er nicht abgeschrieben haben. Es kann sein, dass er das andere gar nicht kennt. Woher, also mehrere Fragen, woher kommt die Larve? Also ist das etwas künstlich Erzeugtes? Ist das ein Viech, das die irgendwo gefunden haben? Ist das etwas, das, wir reden hier über Magie, reißen die ein Höllentor auf, ziehen einen Topf mit diesen Larven raus und haben die? und können sie außerhalb des Körpers überleben überhaupt? Also zur ersten Frage ganz schlicht und kurz. Das ist erstmal so, würde ich sagen, ein Geheimnis. Das müssen sich die Spieler quasi erspielen. Okay. Auch eigene Abenteuer. Also eine eigene Storyline, in der man das quasi herausfinden kann. Aber es gibt eine Erklärung dafür, wo die herkommen. Ja. Das ist ja erstmal das Wichtige. Der Rest ist Spoiler, spielt die Abenteuer. Also wir können jetzt praktisch die mini kurze Beschreibung nochmal nennen, die auch im Regelwerk selbst mit drinsteht. Ja. Also, dass die... Ja, es gibt ein paar wenige Herzbäume, so werden sie genannt, auf der Erde, an denen diese Knollen, diese Puppen, diese Symbiontenlarven sozusagen wachsen unter der Erde, dicht verzweigt. Aber wo genau die herkommen, ist ein Abenteuergeheimnis sozusagen oder Hintergründe, die man dann entsprechend erspielen kann. Mhm. Genau. Deine andere Frage war noch? Können sie ohne uns Menschen leben? Ach so, da kann ich eigentlich auch wieder sagen, dass auch das ist zu erspielen. Also kann man erspielen, also auch das, mir reicht ja dann auch die Antwort, es ist definiert, gibt es aber Abenteuer und die wollen wir hier nicht spoilern, finde ich ja völlig in Ordnung. Gut, jetzt ist man da so zusammengewachsen, ne, so. Die Larve in einem drin. Genau. Ich frage jetzt Fragen, auf die ich die Antworten schon kenne, aber ich frage es trotzdem, weil die Leute im Chat die Antworten nicht kennen. Was passiert danach? Man hat das da drin, es sind so ein paar Verbindungen. Oh, Cat-Content. Man sieht sie nicht, man sieht sie nicht ganz. Du müsstest sie da, warte, da. Oh mein Gott, eine wunderschöne weiße Katze. Die passt jetzt hervorragend zu uns in dem schwarzen Outfit vor der weißen. Sie ist wunderschön. Ja, vor allen Dingen, weil man überall Haare auf den Klamotten hat. Genau. Immer und überall. Vielen Dank für diesen Cat-Content, hervorragend. Also, man bekommt eine Larve eingesetzt. Ist man dann jetzt Superman? So. Oder was passiert? Wie geht's weiter? Im Prinzip schon. Ich klau mal kurz die Katze, Sekunde. Ja, ja, Herr Blofeld. Genau, also mit... Wählt aber noch das Diamantenhalsband. Ja, ja. Ja, mit dem Einsetzen der Larve ist das so, dass sie sich dann entwickelt. Die braucht eine gewisse Zeit, eben bis sie sich entfaltet hat und ihre ganzen Kräfte auch entfaltet. Und das ist dann quasi die Zeit, in der sich der Milan, also der Mensch, in der Ausbildung befindet sozusagen, in der Ausbildung zum Milan.
Und die dauert zwischen 12 und 24 Jahren, also auch eine ganz schön lange Zeit, bis der wirklich dann ausgewachsen ist und man im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Genau, und in der Zeit entwickelt man sich dann eben auch in eine von diesen 8 verschiedenen Richtungen, die vorhin schon angesprochen wurden, wo man dann verschiedene Fähigkeiten hat, wie man lernt. Genau, das sind ja, schön, dass du es ansprichst. Ich habe noch eine kritische Frage, die hebe ich mir für später auf, weil ich das nicht verstanden habe. Aber die kommt später. Es gibt auch hier sowas wie Klassen und das sind ja quasi die Unterorden, die verschiedenen Schulen, wie nennt ihr das? Fraktionen heißen die. Die Fraktionen. Fraktionen oder Farben. Also die ihr ja nach Farben sortiert habt. Wollt ihr uns die eben vorstellen? Ja, können wir kurz Überblick machen. Ich fange immer ganz gern mit der roten Fraktion an, weil das quasi eine Fraktion ist, die jeder aus jedem Rollenspiel kennt. Das ist so die Kämpferfraktion. Also das sind die, die am besten mit Waffen umgehen können, muskelbepackt und stark und kräftig. Die kennen sich aber auch gut mit Strategie aus und wissen quasi, wie man einen Schlachtplan aufstellt. Also die Kriegerkaste könnte man des Nilan-Ordens. Genau. Ja. Genau. Eine Fraktion, die da dazugehörig natürlich sehr wichtig ist, ist dann die grüne Fraktion. Das sind quasi die Heiler. Das heißt, die können sämtliche Wunden heilen, die können abgerissenen Arm nachwachsen lassen, die können aber auch viel mehr machen mit Genetik, können dann sich Flügel wachsen lassen oder sämtliches in die Richtung. Also. Oder sich komplett verwandeln sozusagen in das, dessen genetischen Code sie einmal berührt haben. Das finde ich übrigens mega cool, dass man die Gestaltwandlung in die Heiler-Ausrichtung mit reingenommen hat, weil das halt, also im Prinzip sind es ja nicht Heiler, sondern Leute, die biologische Lebenszusammenhänge verstanden haben und manipulieren können. Und deswegen ist kaputtes Ganz machen, Ganzes kaputt machen oder sich in etwas verändern in einer Schule. Finde ich eine sehr schöne Idee. Genau. Geht's weiter. Damit haben wir die ersten 2 von den 8 Stück. Als nächstes nehme ich jetzt mal die graue Fraktion her. Weil ich sie wieder vergessen wird. Genau, weil ich die sonst sicher vergesse. Das sind quasi so die Unauffälligen, die Assassinen. Die kriegt niemand mit. Die agieren im Hintergrund und wenn die auf einen normalen Menschen treffen, dann geraten die auch sehr schnell wieder in Vergessenheit. Also eher so die Unauffälligen, die man gar nicht so bekommt. Genau, genau, sehr gut, die weißen Fraktionen. Die weißen, okay. Ja, die weißen sind die Denker, die auch viel mit Gedankenlesen arbeiten. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft von der weißen Fraktion. Genau, Gedanken lesen, Gedanken manipulieren, alles, was da dazugehört. Also, wenn man da Informationen beschaffen möchte, ist die weiße Fraktion sehr gut dafür. Wobei, wenn ich ganz kurz einhaken darf, ich persönlich die mit am schwierigsten zu spielen finde, weil sie sind so in die Richtung, um halt einen Vergleich zu bringen, mit dem, glaube ich, jeder was anfangen kann, Spock-mäßig. Also, das heißt, 10% ihrer Emotionalität sind ihnen verblieben, der Rest wurde praktisch wegrationalisiert. Und das ist schon sehr hart in manchen Situationen, wenn sich alle irgendwie vor Lachen am Tisch wegschmeißen und man möchte das wirklich bis ins kleinste Detail irgendwie durchziehen und dann das Maximale, was dabei rumkommt, ist irgendwie so eine Augenbraue, die sich in die Höhe hebt. Das ist hart. Oder bei so richtig heftigen moralischen Fragen, dann da rein von der Logik ranzugehen. Aber ja. Okay. Ja. Rot, grün, weiß, grau. Genau. Okay. Dann kommt Ich hätte mit Blau weitergemacht. Ja, sehr gut. Genau. Ja. Alles klar. Noch Blau. Ja. Das sind die sehr technisch Affinen. Also die setzen sich sehr viel mit Technik auseinander, können aber also damit auch Strom beeinflussen oder eben auch zum Beispiel Muskelstränge in dem Zusammenhang beeinflussen, also quasi jede Form von Elektrizität. Genau, Form von Elektrizität. Ja. Ah, alles klar, verstehe. Und deswegen können sie Nerven manipulieren. Genau, in diesem Zusammenhang. Also der ultimative Zombie-Walk, der gerade die gemetzelten Soldaten oder so, ist damit auch möglich, weil sie ihn praktisch neue Impulse sogar geben können, also nicht nur beeinflussen. Sehr cool. Ja. So. 6. Genau. 3 fehlen. drei fehlen. Genau. Nee, warte, wir hatten Rot, Krieger, Grün, Heiler, Grau, Assassinen,
Weiß, Mr. Spock. Blau, Elektrizität und alles, was damit zusammenhängt. Mhm. Drei fehlen uns noch. Nummer 6. Genau, gerade schon kurz angesprochen, die Gelben. So ein bisschen die Wahnsinnigen. Da wurde versucht, damals quasi den Milan noch besser zu machen, noch perfekter. Und dabei ist aber dann der Gelbe entstanden. Und die sind auch sehr interessant zu spielen, haben aber sehr abstrakte Weise. Also viele Rollenspieler wahrscheinlich das sehr interessante und richtige, wenn man was anderes spielen will. Die haben allerdings ihre Nachteile, weil sie zum Beispiel dann viel mit Albträumen zu tun haben und Leute außer Gefecht zu nehmen, indem sie zum Beispiel ein Musikinstrument spielen oder Sachen in die Richtung. Das heißt, okay. Interessant also zu spielen. Wahnsinn und Genie, wie war das? Irgendwas liegt dicht beieinander. Also in dem Fall Kreativität und Wahnsinn. Ah, die Malkavianer unter den Orden. Wenn man denn so möchte, könnte man so ein Vergleich machen. Ja. Also die den Einblick in den Geist haben und ihn deswegen den Geist manipulieren können und eher Emotionen und Instinkte ansprechen. Ja, genau. Also nicht in erster Linie nur Geist, weil sie erschaffen, sie können zum Beispiel auch tatsächliche Albträume erschaffen, also die dann wirklich bleiben. Also selbst wenn dann der Gelbe eigentlich seine Anwendung schon beendet hat. Das sind, also so können zum Beispiel wirklich Monster entstehen, die dann, wenn man sie nicht irgendwie erledigt, ja halt über die Erde wandeln. Eben, ja. Also das. Oh je. Okay. Bisher der krasseste für mich. Also die anderen, das ist schon... Definitiv, aber wie gesagt, das ist der kann auch schnell nach hinten losgehen. Also wenn man sich, wenn man der Meinung ist, ach, man möchte sich jetzt irgendwie seinen Charakter nach den vermeintlich krassesten Fähigkeiten raussuchen. Also eine Fraktion, die der Alex sicherlich gleich auch noch beschreiben wird als nächste, die Braunen, die haben so meiner Meinung nach eigentlich mit die mächtigsten Kräfte. Und bei den Gelben ist eher das Problem, dadurch, dass sie so dem Wahnsinn anheimgefallen sind, obliegt viel von dem, wie es tatsächlich sich auswächst, dem Meister. Okay. Also, wenn man jetzt der Meinung ist, ich möchte jetzt ganz konkret dieses und jenes Ungeheuer oder sowas, das kann nach hinten losgehen. Es ist zwar auch sehr, sehr schön zu spielen, weil man so ein bisschen so dieses, aber ja. Also, alles klar. Großer Zufallsfaktor mitunter kann er sein, der Gelbe zu spielen für einen Spieler. Jetzt, für mich klingt es gerade am interessantesten. die Braunen hattest du schon angesprochen. Genau, die Braunen als Vorletzte. Quasi sehr die Elemente-Zauberer, könnte man ein bisschen sagen. Sehr, sehr die Umwelt um sich herum bezogen. Arbeiten mit den Elementen, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Aber sie können alles verändern. Also elementare Zustände von irgendwas aus Wasser, Eis machen. Oder vielleicht, wenn es sein muss, auch mal einfach aus der Luft einen Diamanten erscheinen lassen. Lauter solche Sachen können damit dann auch Elementare erschaffen, die ihnen bei irgendwas helfen. Genau, also da auch sehr viele Möglichkeiten. Elementar, Manipulation der Elemente. Mhm. Könnte man so okay. Sagen. Einer fehlt uns noch. Alle irdischen Materialien um einen herum. Mhm. Eins fehlt noch. Nummer 8. Genau, das ist die letzte Fraktion, die schwarze Fraktion. Aufgebaut auf der Perfektion. Also hier quasi alles ineinander vereint. Die Fraktion, die dafür geschaffen wurde, wirklich perfekt zu sein. Und beherrscht daher tatsächlich auch alle Fähigkeiten der anderen Fraktionen. Und dafür, also da sieht man das Power Gaming, weil Milan eben auch ein bisschen auf Power Gaming ausgelegt wurde. Und das kommt genau daraus. Also wenn man wirklich richtig da in diese Nische rein will und das Powergame ausspielen will, dann spielt man am besten einen schwarzen Charakter und weil der testet auch alles. Länger braucht, um aufzusteigen oder unter Umständen, bis er seine Fähigkeiten einsetzen kann und solche Sachen. Also der mit dem größten Potenzial, aber auch mit der langsamsten Entwicklung, kann man das so sagen? Ja. Okay. Wir haben also eine, je nachdem, wann man spielt, geheim oder nicht ganz so geheime Organisation mit einem großen Widersacher.
krasse Fähigkeiten. Was für Abenteuer spielt man da? Also so zum Einstieg sind das wahrscheinlich trotzdem eher so Abenteuer. Ich meine, du kannst das sagen, du hast schon oft bei mir solche Abenteuer gespielt und auch selber auf Conventions dann geleitet. Ja, zum Beispiel, also eines letztendlich meiner Lieblingsanfänger-Abenteuer, Lux, wo man praktisch im Jahre 2152 beauftragt wird, den Sohn eines Klienten, der schon länger bei Milan ist und auch gute Erfahrungen gemacht hat, irgendwie zu retten, weil der kurz vorm Tode steht. Der hatte einen komischen Anfall, obwohl das medizinische Profil unauffällig war, liegt er irgendwie im Sterben, keiner weiß so genau, was los ist. So fängt es eigentlich an. Und dann ja, kann man da eben sozusagen als Milan-Team hingeschickt werden. Und dann, ja, dann mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht verraten, aber solche Sachen. Oder zum Beispiel, man wird beauftragt von einem Archäologen, irgendwie ein Artefakt irgendwo zu bergen aus irgendeinem Dschungel oder eine verschwundene reiche Ehefrau wiederzufinden oder also so vermeintliche Jobs. Aber also, es wäre ja nicht Milan, wenn es nicht, also das ist ja nicht das, was das System ausmacht. Ja, und so nach und nach gerät man dann eigentlich zumindest, wenn man denn sich auch so ein bisschen an der Plotline, die meine Schwester da so entwickelt hat, langhangeln möchte, dann kann man eigentlich so richtig tief in die ganze Lore einsteigen. Und ja, also solche Jobs macht man dann eigentlich im Laufe der Zeit eher weniger. Aber das sind praktisch so die typischen, ich sag mal jetzt, runden Einsteigerabenteuer und auch eigentlich so die typischen Dinge, mit denen Milan als Organisation ja sein Geld verdient, sozusagen. Also man fängt als Söldner an und wird dann irgendwann im Rahmen, dass man mächtiger wird, bekommt man mehr Einblicke und hat genau, dann mehr also mit dem Metaplot zu tun. Weil die Charaktere sind ja trotzdem irgendwie so separat gestellt von den ganzen anderen Milan-NSCs, die es praktisch gibt. Weil rennen da ja trotzdem Tausende auf der Welt rum. Das ist ja jetzt nicht so, dass es nur dieses Team aus 5 Leuten gäbe oder so. Aber so grundsätzlich, wie gesagt, von den Aufträgen, ja, irgendwelche Gegenstände wiederholen, Informationen irgendwo zurückbringen oder vielleicht auch klauen, irgendwelche Politiker unterstützen oder wie gesagt verschwundene Gegenstände oder Personen ausfindig machen, solche Sachen. Also ich sag mal, dem Meister sind wahrscheinlich keine Grenzen gesetzt, wenn er sich da ja unterschiedlichsten Sachen ausdenken mag. Klingt für mich wie die längste Shadowrun-Kampagne, die ich gespielt habe, die mit so ganz normalen, du brichst irgendwo ein, du entführst jemanden, du befreist jemanden, also diese klassischen Shadowrun-Jobs, bis man irgendwann merkt, verdammt, es steht ein Plan dahinter, warum ich ausgerechnet den befreien sollte. Das ist nicht einfach bloß, weil da Geld bezahlt worden ist, sondern es gibt einen Grund, warum dieser Mensch überleben muss. Und wird dann immer tiefer in die Geschichte reingezogen. Und als alter Shadowrun-Hase habe ich das immer sehr gemocht. Also insofern passt das ganz gut. Fein! Algor, haben wir Fragen? Haben wir tatsächlich, und zwar eine Frage schon vom relativ am Anfang des Streams, ob es noch Postkarten von Milan gibt. Da fehlen Morbus 0815 noch ein paar. Ja, noch einige, oder? Ja. Aber sie werden weniger. Ja, das stimmt. Also gelb und braun sind praktisch, und rot, die sind praktisch so gut wie nicht mehr, aber wir haben schon ein paar. Und ja, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, ja, dir, ihm, wie auch immer, das zukommen zu lassen. Also, generell, wenn euch das hier neugierig macht, wir haben seit gerade eben Milan bei uns im Shop auf lojonlama.de. Ich habe mitbekommen, der Link ist auch schon ein paar Mal gepostet worden. Ansonsten, wenn ihr jetzt hingeht und lojonlama.de/Milan eingibt, dann landet ihr direkt im Milan-Shop und wir sind sehr froh, dass wir das anbieten können, denn es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten, dieses fantastische Spiel zu erwerben. Also es gab dieses Crowdfunding und es ist in
fast keinem Rollenspielladen da draußen verfügbar. Es ist nicht über einen Großhandel zu erwerben, was es für die Rollenspielshops sehr, sehr schwierig macht. Ich bin sehr froh, dass der Christian Leana vom Dreieich mich auf euch aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, lad die doch mal ein, die sind toll. Und tatsächlich gefällt mir das Spiel auch sehr, sehr gut. Also ihr geht da rein und man muss sagen, es ist echt für ein Rollenspiel ganz schön günstig. Ja, also ihr seid, ich sag das im Ernst, ich sag das allen, die ihr kleines Rollenspiel machen, ihr seid so billig. Ich habe das, den Typen von Donnerhaus auch gesagt. Die waren hier auch im Stream. Wir haben uns darüber unterhalten und die machen so ein High-Class-Ding mit Metallecken am Hardcover-Buch und im Schuber und mit Glanzdruck und was weiß ich was. Und da kosten zwei Hardcover-Bücher zusammen 69,95. Und dann sage ich, what the fuck? Warum? Was soll das? Das Ding ist mindestens 89,95 wert. Aber man neigt dazu. Das Milan-Grundregelwerk im Softcover kostet 35 Euro und das eine Abenteuer... Hardcover. Hardcover, stimmt. Das Grundregelwerk ist Hardcover, das Abenteuer dazu. Ja. Das ist Softcover. Also das Hardcover-Grundregelwerk kostet 35 Euro im Lurch und Lama Shop. Und auch direkt bei Milan, so. Und das Abenteuer im Softcover kostet 13 Euro nur. Also, wenn man schon das Grundregelwerk nimmt, gibt es eigentlich gar keinen Grund, das nicht noch dazu zu nehmen. Und jetzt kommt was ganz Tolles. Es gibt unglaublich viele PDF-Abenteuer, die nicht alle gedruckt worden sind. Und die gibt es alle als PDF im Lurch und Lama Shop zu kaufen. Für ein Appel und ein Ei. Also irgendwie zwischen, ich glaube, 3,50 und 5 Euro, irgendwie sowas. Also Um gleich noch mal kurz Eigenwerbung reinzuschieben. Im Regelwerk ist ja auch noch ein Abenteuer mit dabei. Ja, das ist, also ihr bekommt echt unglaublich viel Zeugs. Ja, also ich muss natürlich auch sagen, also bei den PDF-Abenteuern, das ist ja praktisch fast wirklich nur der reine Text. Man hat natürlich noch mal ein etwas spannenderes Cover, so ein Aufmacher mit einem entsprechenden Bild und einem Logo vorne dran. Und je nach Abenteuer ist vielleicht auch noch Kartenmaterial dabei und so weiter. Aber das ist grafisch schon sehr, sehr abgespeckt und oft aufs reine Abenteuer wirklich reduziert, weil, wie gesagt, meine Schwester und ich, wir sind beide berufstätig und machen das irgendwie nebenher. Und die richtig tollen Abenteuer, wo viel dahinter steht, was vielleicht auch wirklich in die Lore eingreift oder so, die werde ich natürlich aufbereiten, auch mit vielen Zeichnungen wieder von mir und so weiter. Aber da, wo es einfach nicht geht, deswegen die PDFs, deswegen vielleicht auch, weil du meintest, so günstig, aber ja, wie gesagt, da sind keine... 2,50 sogar, genau. Ja, und was das angeht, weil du meintest, es gibt es praktisch fast nirgendwo. Also es gibt ja den Borealis Verlag, der uns dem Crowdfunding geholfen hat. Es gibt mittlerweile auch im Comicladen in Bamberg gibt es das Buch jetzt auch und das Heft. Und jetzt dann tollerweise auch bei Lurch und Lama. Ja, es gibt drei Quellen, direkt beim Verlag, beim Comicladen in Bamberg. Also solltet ihr in Bamberg wohnen, könnt ihr es auch gerne da holen. Also Nürnberg fände ich jetzt auch noch in Ordnung. Ist man schnell in Bamberg. Oder Fürth oder so. Das passt. Ja, aber ich sag mal, es ist ja eine tolle Gelegenheit, wenn man jetzt eben, was weiß ich, irgendwo in Hamburg wohnt und denkt sich, ja, na super. Ja, ne? Ja, deswegen. Dann genau. Gibt's das her. Ach, der Pizzapirat ist auch da. Das ist der Borealis Verlag. Ja, sie sind gerade da und schauen zu. Natürlich erwähnen wir euch. Kudos an euch. Tatsächlich, ich glaube, ohne den Verlag hättet ihr nie den Schritt in das Crowdfunding genommen, nee, oder? Genau, also der hat uns da ganz viel unterstützt und wir hatten ja das große Pech, dass das ja dann praktisch auch, wir waren praktisch fertig mit dem Crowdfunding, hatten uns auf jede Menge Conventions und Messen gefreut und dann kam Corona. Das war natürlich auch erstmal so. Ja, das ist echt unglaublich. Ja. Aber deswegen machen wir das ja jetzt hier. Und ihr könnt das jetzt bei uns im Shop holen. Man muss sagen, wenn man die Bücher im direkten Vergleich zu irgendwelchen Großverlagen Büchern sich anguckt, ist es von der Papierqualität und so weiter absolut vergleichbar.
steht dem in nichts nach. Die Texte haben eine gute Qualität. Ich habe durchgeguckt, ich habe es wirklich gelesen und es ist nicht so, dass man denkt, boah, warum sind nicht noch 5 Lektoren drüber gegangen? Das ist bei diesen Büchern nicht so. Die Zeichnungen sind sehr unterschiedlich von der Qualität. Es gibt manche, die ich gesehen habe, die durchaus in den ganz, ganz großen Rollenspielen hätten veröffentlicht werden können. Es gibt andere, die ein bisschen einfacher gehalten sind, aber alles in allem, selbst die einfachen Illus sind trotzdem noch schön. So. Also es ist in Schwarz-Weiß, richtig? Ja. Weitestgehend, ja. Genau. Weitestgehend. Es sind ein paar ganz wenige Ausnahmen. Ich glaube, die Kapitel Anreise genau, sind, glaube ja, ich, immer farbig. Die haben in den jeweiligen Farben nochmal so eine genau. gewisse Tönung. So, ja. Genau. Ich bin über eine Sache gestolpert. Und jetzt kommt der Nerd Jens, der das Ding gelesen hat und über eine Sache gestolpert ist. Es ist ja nicht nur so, dass man den Symbionten eingepflanzt bekommt. Man hat ja auch quasi so eine Art Ahnherrn. Also den einen Milan, der da ist und eine unglaublich enge emotionale Bindung zum nächsten Milan hat, die so weit geht, dass wenn ein alter Milan stirbt, seine Abkömmlinge mitsterben. Jein. Steht das da? Ich hab's gelesen. Jein. Also sterben die auf jeden Fall mit oder passieren? Das ist praktisch die spezielle Bindung, die mit dem Auswachsen des Milan-Schülers sich relativiert. Und wenn danach erst einer verstirbt, macht es gar nichts. Blöd wäre nur, wenn in dieser Zeit, dieser Bindung, Meister oder Schüler versterben. Also verstirbt der Meister, verstirbt der Schüler praktisch immer mit. Andersrum ist es möglich, dass der Meister überlebt. Aber so, wenn der Milan, also der Symbiont erstmal voll ausgewachsen ist, dann genau, nicht mehr. Genau, dann braucht er diese starke emotionale Bindung zu seinem Meister. Ich verstehe. Also es ist am Anfang so und dann hinterher. Das ist mir in dem Text nicht ganz klar geworden, weil ich dachte mir, das wäre irgendwie ungünstig. Weil dann hat man irgendwie diesen älteren Milan und dann hat er 3 Schüler und die haben nochmal jeweils 3 Schüler. Ja, nee, der stirbt, halb Milan ist tot. Also das macht irgendwie... Also, okay. Das heißt, ganz am Anfang passiert es. Also nehmen wir an, man ist gerade erst Milan geworden, der Meister stirbt, dann würde man mitsterben. Mhm. Aber wenn das jetzt Jahrzehnte später ist oder Jahre später, dann nicht mehr. Denn Milane werden ganz schön alt. Ja. Wie alt? 200 Jahre. Bis zu 200 Jahre. Das lohnt sich. Aber ist natürlich dann auch nochmal kurz wichtig zu erwähnen, man wird dann nicht alt und runzelig und grau. Sondern der Milan sorgt quasi dafür, dass man immer so in der Blüte seines Lebens steht, also immer so zwischen 20 und 30 irgendwo und kann auch nicht weiter krank werden, kann nicht vergiftet werden. All solche Sachen bringt dann dieser Milan, der Symbiont, mit sich, was natürlich sehr großer Vorteil ist. Ja, ich habe Bock, das mal auszuprobieren. Also wie gesagt, das war für mich so eine kritische Frage, wo ich dachte... Also das waren die 2. Das eine, dass ich dachte so, echt, Burg um das Jahr 0, da sind die Jahrhunderte, ich habe Geschichte studiert und da sind für mich ein bisschen die Jahrhunderte verrutscht, aber mit der Erklärung, die wir hier hatten, passt es ja wieder. Und dass alle Schüler eines Lehrers sterben, wenn er stirbt, da habe ich mich ja dann gefragt, wie die Organisation 2500 Jahre überstehen will. Das ist wieder ein ganzer Gebäudeblock. Ja, wer ist da wieder abgekratzt? Nee, sitzt irgendwie im Speiseraum vom Milan-Hauptquartier, es fallen wieder 5 Leute um und man denkt sich, ach guck, kann man einen in den Putzdienst schicken? Ja, so, das wäre schon irgendwie schräg. Cool. Ja, nee, also das freut mich wahrscheinlich uns total, dass du das mal ausprobieren wollen würdest. Tatsächlich an dieser Stelle auch noch etwas, ein oder zwei Vorteile, die auch mit diesem System, dass es auf unserer Erde spielt über einen größeren Zeitraum und B, tatsächlich auch, dass Milane so alt werden können, zusammenhängt. Und zwar
Also ich bin jetzt gerade dabei, meine erste Jahrhundertkampagne mit der Gruppe von denen da zu spielen. Hat den tollen Vorteil, man pickt sich als Meister ein Jahrhundert raus, was einen interessiert, was da so zum Beispiel so geschichtliche Milestones da sind, wo man sich denkt, boah, das wäre ein tolles Setting und so. Und dann packt man seine Milane da rein und sprich, die ganze Umgebung verändert sich, die Mode, die Städte, die Musik, alles. Und die Milane bleiben aber mehr oder weniger, zumindest optisch gleich. Aber diverse NSCs zum Beispiel können altern, können Kinder kriegen, lauter solche Sachen. Also das Sehr cool. ist nochmal so ein, also das ist wirklich eine ganz, ganz großartige Möglichkeit in diesem System. Oder man bespielt zum Beispiel irgendwas im Mittelalter mit seiner Truppe von Charakteren da und dann stolpert man irgendwie oder über bestimmte Artefakte, hat mit irgendwie mächtigen Melan-NSC oder irgendwas zu tun und in der Zukunft mit einem ganz anderen Abenteuer, ganz anderen Charakteren findet man dann plötzlich das Grab genau dieser Person und hat dann mit dem Artefakt zu tun. Das ist also sehr das heißt, cool. Das sind zwar andere Charaktere, aber der Spieler ist emotional trotzdem irgendwie voll mit an Bord und denkt sich so, Alter, was passiert denn hier gerade? Also das verzeihen geil. wir nicht da jetzt gerade so die Begeisterung, aber ich, das Nein, wäre das mir ist toll, toll. wenn meine Schwester wieder solche Schoten auspackt, wo ich denke, okay, jetzt habe ich alles gesehen. 16 Jahre, mich kann nichts mehr überraschen, ja, von wegen. Also Das, das ist, des, deswegen lade ich, wenn wir ein neues System bei uns anbieten, sehr, sehr gerne die Macher ein, weil niemand kann begeisterter über ein Spiel reden, als die, die es erfunden haben. Ich liebe das, ich mag das, ich finde es ganz, ganz toll. Ich empfehle nur 5. Jahrhundert in Rom. Irgendwie 100 Jahre, kein einziger Papst eines natürlichen Todes gestorben. Da kann man eine tolle Story draus machen. Das ist, kann ich nur sehr empfehlen. Ist historisch sehr, sehr interessant da zu spielen. Haben wir noch Fragen, Tele Algor? Erst muss ich noch was anmerken, 1204 Konstantinopel. Alles klar, ist auch, ja, ist auch spannend. Oder rund ums Konstanzer Konzil, auch sehr, sehr spannend. Gut, Historiker unter sich. Fragen? Genau. Cookie King Fischer möchte gerne wissen, ob man auch die Fraktionen, also die Farben mischen kann oder gehört man zwingend einer Fraktion an. Daraufhin entbrannte übrigens eine relativ philosophische Diskussion hier im Chat. Nicht schlecht. Ja, also man gehört praktisch zwingend einer Fraktion an, wobei es durchaus, ja, wir nennen sie unter der Hand ganz gerne Polungen gibt, also so Ausrichtungen. Ja, dadurch kann man seinem eigenen Charakter noch mal ein bisschen mehr Farbe geben. Indem man zum Beispiel sagt, so was weiß ich, habe zwar einen Roten gewählt, aber irgendwie, weiß ich nicht, erwische mich doch ständig dabei, wie ich irgendwo den Spion mache oder den Assassinen und so weiter. Und wo man dann plötzlich feststellt, dass Rot eigentlich in der Hinsicht ziemlich eng mit Grau zusammen liegt oder dass es auch Fälle gibt, wo dann Rot sehr eng mit Gelb zusammen liegt und so weiter. Man wird dadurch aber nicht orange. Nein, 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 nein. Ja. Nee, also es ist tatsächlich so, dass, dass sich ja, dass die Kräfte des Melan-Symbionten sich wirklich nach dem, ja, nach der Grundcharakteristik des Menschen ausprägen und dann hat er auch praktisch diese Kräfte. Aber, das ist ein ganz wichtiger Punkt, man ist praktisch nicht nur genagelt auf diese Fähigkeiten, die jede Fraktion bietet, sondern jede Fraktion hat auch die Möglichkeit, gewisse Grundkräfte einer jeden Fraktion auszuführen. Das bedeutet, jede Fraktion, auch wenn sie nicht weiß ist, also wir erinnern uns sozusagen die logischen Spock-Typen, kann eine geistige Verbindung mit einem anderen Melan oder auch einem Menschen sogar aufnehmen. Er kann dann zwar nicht geistig manipulieren oder irgendwie jemanden geistig zurückverfolgen oder sowas, sowas funktioniert dann nicht, aber so die einfachsten Basics oder zum Beispiel sowohl der Blaue als auch der Rote, die könnten jetzt einen Tisch verformen oder eine Tür verformen, um da irgendwie durchzugreifen oder durchzugehen oder sowas. Also weil sie eben die Möglichkeit, Natur zu manipulieren, in gewissem Rahmen trotzdem zur Verfügung haben. Und okay. Das ist gut. Also flexibel ist man trotzdem, man legt sich nicht ein für alle Mal auf eine bestimmte Art Spiel fest. Oder jede Fraktion kann heilen. Deswegen wird sie sich aber niemals wie die Grünen jetzt irgendwie in was anderes verwandeln können, was die DNA vorgibt. Und die können auch wahrscheinlich immer
ein Stückchen besser heilen. So. Ja, also, genau. Ja. alles klar. Nicht so leicht, dass wir Latschen in Punkte Magieerschöpfung und Schock und so. Mehr Fragen? Ja, die liebe Shiraki macht sich Sorgen ums Balancing, weil man so in der Superlative unterwegs ist. Wie ist das denn? Also grundsätzlich ist es ja ein komplettes Spiel der Superlative, wenn man denkt. Tatsächlich hat meine Schwester damals immer gesagt, boah, sie hätte mal Bock auf so ein Power-Gaming-Spiel. Und irgendwie haben wir es dann in unserer Hausgruppe vor etlichen Jahren mal ausprobiert und irgendwie hat jeder Blut geleckt und wollte dann da gar nicht mehr weg, weil man ganz schnell feststellt, dass selbst wenn man so Superkräfte hat, irgendwie man dann trotzdem ganz schnell vor Problemen stehen kann, die man halt nicht einfach so mit seiner Macht irgendwie lösen kann. Und also das heißt, Menschen per se sind nicht die klassischen Gegner. Also darauf ist das System Milan als Rollenspiel nicht aufgebaut. Man hat dann eher so, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, es gibt das Luisenhaus, der menschliche Gegenspieler. Es gibt noch zwei, drei andere Bedrohungen, da möchte ich jetzt nicht zu genau drauf eingehen, weil das eigentlich auch immer ganz interessant ist, wenn man das so ein bisschen mitkriegt dann über Abenteuer. Ja, was konkret jetzt zum Beispiel das Balancing in puncto der schwarze Milan, wir haben es vorhin angesprochen, sozusagen der perfekte Milan, der alle Sachen, also alle Fraktionen, alle Möglichkeiten irgendwie in sich vereint. Das muss man zum Teil auch aus gewissen unterschiedlichen Blickwinkeln sehen. Also zum einen macht ein schwarzer Milan nicht allzu viel Sinn, wenn man das Spiel vielleicht mal nur ausprobieren will oder nicht vorhat, lange mit dem zu spielen, weil er, wie gesagt, ein bisschen länger braucht, bis er entsprechend aufsteigt oder halt seine Fähigkeiten einfach mit geringerer Magieerschöpfung einsetzen kann. Dann ist es ja praktisch so darauf ausgelegt, dass man das immer auch von mehreren Seiten betrachten muss. Also sagen wir mal, es kommt zwar nicht allzu oft vor, aber es kann durchaus passieren, dass Milane sich gegen ihre Organisation wenden. Sogenannte Abtrünnige. Wenn das passiert, dann kann es schon mal sein, dass man als Milan-Truppe im Kampf gegen eine Milan steht. Ja, und wenn es blöd läuft, ist das halt ein Schwarzer. Also das ist auch nochmal neben den in Anführungsstrichen Gegnern, die ich genannt hatte, auch nochmal eine Form von Ein-Mann-Gegner gegen eine ganze Truppe unter Umständen. Ja, allerdings, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, ja, super, die gibt es jetzt nur deswegen, nee, gar nicht. Also das hat spielt noch so viel mit der Lore mit rein und meine Schwester hat immer gesagt, mein Gott, wenn jemand das Powergaming betreiben will und unbedingt einen Schwarzen, soll er es machen, aber im Endeffekt auf die großen krassen Stories, die Kampagnen aus der Feder meiner Schwester betrachtet, da wird man dann unter Umständen ganz schnell merken, dass dann der Schwarze halt doch nicht irgendwie so das Gelbe vom Ei ist oder dass er das dann wäre ja auch alles besser löst. Ja, dann kommt noch mit hinzu, dass zum Beispiel blaue Milane doppelt so viel Magie generieren wie andere Milane. Und die Magie ist letzten Endes alles. Wenn du keine Magie mehr hast, dann kannst du deine Fähigkeiten nicht anwenden, dann bringt es dir gar nichts, wenn du schwarz bist und eigentlich alles könntest. Okay. Und wenn du dann dagegen blau bist und erstmal das Doppelte der Magie hast von dem, was ein Schwarzer dann da hat, dann lässt er dich auch ganz schnell wieder alt aussehen. Also das kann man nicht per se so sagen, auch hier jetzt auf einen Blick, der Schwarze ist jetzt hier definitiv der Powergamer und der Rest ist Blödsinn. So einfach ist es nicht. Mehr Fragen? Eldaron möchte gerne wissen, ob es vielleicht mal ein Let's Play des Systems gibt bei Lurch und Lava. Ihr seid so schnell. Das wollte ich nachher selber fragen. Nächste Frage. Vielleicht nicht ganz so relevant. Cookie King Fischer möchte gerne wissen, da auch Falknerei bei der Hohen Dame im Spiel war, ob sie denn auch irgendwelche Frettchen hatte. Was heißt hier nicht relevant? Wir wissen alle, dass das Cookie eine Mittelaltererweiterung, oder? Also bestimmt nicht in der Nähe von den Milanen, aber na gut. Okay, für Cookie ist es wichtig. Für Cookie ist es wichtig, vielleicht, genau. Ich werde meine Schwester dazu befragen, vielleicht klärt sie in der Mittelaltererweiterung. Alles klar. Mehr noch?
Dann sind wir soweit durch, sobald was wir sind soweit durch. Dann habe ich jetzt noch zwei Fragen. Die erste Frage, es gibt die Abenteuer als PDF und so viele Leute spielen inzwischen online. Habt ihr vor, in irgendwann, also im Moment ist das Regelbuch nicht als PDF erhältlich. Habt ihr darüber nachgedacht, das irgendwann verfügbar zu machen? Ja, ich habe mit meiner Schwester darüber gesprochen, aber noch haben wir uns dagegen entschieden, eine digitale Version da auf den Markt zu bringen. Ja, es ist auch so ein bisschen dieses Ding, es ist eine absolute Leidenschaft von uns. Wir haben immer gesagt, es gibt so viele tolle Rollenspielsysteme da draußen. Es geht uns überhaupt nicht darum, irgendwie jetzt den großen Reibach zu machen oder Leute zwingend irgendwie von unserem System überzeugen zu wollen, sondern es ging uns letzten Endes nur darum, weil wir eben auf Conventions festgestellt hatten vor Jahren, boah, die Leute, die fragen immer mehr, hey, gibt's da mehr oder gibt's da was oder sowas, über dieses Regelwerk und die Abenteuer Leute daran teilhaben zu lassen, die da wirklich Bock drauf haben. Und eben weil es so ein Leidenschaftsding ist und weil wir praktisch Leute in großen Anführungsstrichen nur daran teilhaben lassen wollen oder mit denen das eben leben wollen, haben wir eben immer gesagt, so, wir sind einfach Bücherfans. Das ist einfach okay. So, also so, oh, Buch und Papier und so weiter. Und klar, dafür könnte man sagen, ah, na und heutzutage und so weiter und mit Klimabilanz und CO2 und so weiter. Ja, aber wenn man es gibt eine Sache, die ich euch noch mitgeben möchte. Ihr könntet drüber nachdenken, ob die Leute, die das Buch kaufen, das PDF dazu bekommen. Darüber haben wir tatsächlich auch schon gesprochen, weil, also ich habe da mit jemandem schon mal darüber diskutiert, der ein sehr gutes Argument gebracht hat. Und zwar meinte er liebt Bücher auch. Und aus genau dem Grund nimmt er die Dinger eben nicht mit auf Conventions, wo dann Chips so sieht's und nämlich aus. Und irgendwas drauf landet. Ganz genau. Sondern hat das lieber dann irgendwie bei sich daheim im Regal stehen für die eigene Runde oder so oder sonst wo nimmt er dann halt dann lieber irgendwie auf dem Laptop die PDF-Version mit. Und also das könnten wir uns tatsächlich mal überlegen in die Richtung. Und ja, also ich bin... Ich bleibe dran. Also das genau. Ist tatsächlich ich wollte gerade sagen, ich bin Thema. Auf jeden Fall ja, in der Position, Bescheid zu sagen, sobald das Ganze spruchreif wird. Und ich werde den Kontakt... Ich werde den, der Pizza-Pirat schreibt gerade auch, wir könnten irgendwann mal über eine E-Book-Variante reden. Ah. Es geht hier nicht darum, die PDFs kostenlos weiterzugeben. Geht darum, den Buchlesern eine weitere Möglichkeit zu geben. Und ich stimme voll mit euch überein. Ich habe Rollenspiel-PDFs auch auf dem Rechner. Aber das Regal, das hier neben mir steht, sagt was anderes. Also, das ist echt voll. Also noch nicht ganz. Ich habe noch zwei Fächer in dem Regal, wo ich noch, also ich hatte mal so 6 Fächer, wo so Dekosachen und Figuren und sonst was drin standen. Die sind inzwischen auf 2, also das ist sehr eng, die sind auf 2 Fächer zusammen. Also übereinander. Ja, die sind, also das ist der klassische Kallax. Aber 2 Fächer habe ich jetzt noch davon und ich sehe gerade, in einem Fach steht zusätzlich zu den Figuren die Paranoia-Box und im anderen Splittermond. Also es wird, also die Figuren haben es schwer bei mir. Ja, bei mir war aber auch so ein Ding, so von wegen mit Büchern und haptisch und so weiter. Ich fand es tatsächlich immer wunderschön, was Pen and Paper Rollenspiel anging. Dass eigentlich mal so diese ganzen Mattscheiben in Anführungsstrichen ausblieben. Dass man wirklich um den Tisch saß und hat sich mit sich selber beschäftigt, mit den Leuten, die da saßen. Und man hatte so banal, oder hat ja immer noch so banale Werkzeuge wie Stift, Papier und Würfel. Und sobald dann irgendwie der Laptop dazu kommt, ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da nostalgisch oder altmodisch, aber ich genieße das unglaublich, wenn ich einfach mal sagen kann, so, und heute. So, da bleibt einfach alles irgendwie, was ein Fernseher oder ein Bildschirm ist, aus. Und dann spielt ich man. Ich verspreche euch, ich bleibe hartnäckig, zumindest was PDF zum Buch dazu. Na, ich bin klar. Auch ein großer Freund und ehrlich, das kostet 35 Euro. Das ist jetzt nicht so, als würde da irgendwer arm bei werden, dass er dieses schöne Buch sich holt. Ich bleib dran, also ne, keine Sorge.
Ich werde das Thema weiter verfolgen. Jetzt kommen wir dahin, wo gerade eben die Frage, die ich gerne zum Ende stelle, gespoilert wurde. Ich hätte unglaublichen Bock, mit euch einen Termin zu machen, weil man kann immer ganz viel über ein Rollenspiel reden, aber ein Let's Play sagt einfach unglaublich viel. Denn man sieht die Leute beim Spielen. Und daher meine Frage, hättet ihr Lust, auf dem Lurch und Lama-Kanal ein, ich sag mal, Few-Shot. Gute Idee ist, immer zwei Abende zu nehmen, so zwei Stunden oder sowas. Hättet ihr da Bock drauf? Oje, oje. Also, ich bin ja leider, ich hatte es schon mal erwähnt, so ganz und gar nicht der digitale Typ. Ich bin eher der halt wirklich sich echt danach sehnt, wenn endlich die Conventions wieder live stattfinden können und dann da wirklich am Tisch. Und ja, ich genieße das dann sehr. Deswegen ist das für mich leider ein ziemliches Zahnschmerzenthema. Ich weiß nicht, was du dazu zu sagen hast noch, Alex, wie du das siehst. Oder? Also genau, ich hatte ja auch im vergangenen Jahr auf Conventions ab und zu eine Milan-Runde online angeboten. Und möchte das jetzt voraussichtlich auf der 3-Eichkon auch wieder machen. Daher die ja online ist? Genau, ja, ganz genau. Ja, genau. Da ist ja fast schon ein Let's Play, wir müssen nur noch die Kamera machen. Ja. Daher möchte ich jetzt auch nicht gleich Nein sagen. Also ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, meine Online-Runde zu machen. Und klar, ich habe das jetzt selber so quasi live noch nie gemacht, also mit einem Livestream quasi, wo man dann auch viele Zuschauer hat. Aber ja, warum nicht? Also, wir können ja nochmal mit dir drüber quatschen und. Genau, wir quatschen, wenn wir gleich aufgelegt haben hier, wenn ihr nicht mehr zuguckt, dann sind wir unter uns und dann erzähle ich den beiden, was das überhaupt technisch bedeutet und wie wir das machen und so. Und dann kriegen wir das schon hin. Irgendwie. Und wenn ich das leite, mache ich das halt. Gut. Das Regelwerk ist ja schon gelesen. Na eben. Ich bedanke mich tausendfach bei euch, dass ihr da wart. Es war mir eine helle Freude, ein weiteres Kleinod aus der riesigen Welt der Rollenspiele zu zeigen. Etwas. Vielen Dank für die Einladung. Ja, super gerne. Wirklich super gerne. Ja, wir hatten ja schon mal einen Termin und dann hat er nicht geklappt. Und jetzt, weil ich mal wieder einen Termin verspasselt hat, muss man ja auch sagen. Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Ich freue mich unglaublich, dass wir das bei uns im Shop anbieten können, dass ihr uns die Möglichkeit gebt, der Lurch und Lama Community dieses tolle Rollenspiel zugänglich zu machen. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass das möglich ist. Weil, ja. Und hoffen, dass es gefällt, natürlich. Bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe trotzdem, auch wenn ich immer das Wort gebe, ne, nicht in den Chat zu gucken, ich kann halt nicht anders. Ich habe zumindest immer so 20%, 10% meiner Aufmerksamkeit im Chat. Und es war eine sehr positive Stimmung gegenüber diesem Spiel. Ich habe jetzt nicht die Details gelesen, aber die Stimmung war wirklich sehr gut. Die Leute haben, glaube ich, Bock da drauf. Wir haben, ich glaube, von jedem Buch 5 Stück jetzt schon auf Lager. Also Land zu und wenn die weg sind, bestellen wir nach. So einfach ist das. Guti! Dann danke Pizza Pirat und danke Kaya Lin für die Abos. Vielen Dank. Verabschieden wir uns für heute und wünschen euch da draußen noch einen wunderschönen Abend, wenn es geht, mit Rollenspiel. Ich habe mich sehr gefreut, dass nicht nur die beiden wundervollen Menschen vom Milan Rollenspiel hier waren, sondern dass auch ihr hier wart und zugeguckt habt. So viele Leute heute. Wir waren inzwischen, waren teilweise sogar über 60 Zuschauer, die zugeguckt haben. Es war richtig was los im Stream heute. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich freue mich natürlich noch viel mehr, wenn ihr wiederkommt. Und zwar morgen. Morgen ist die liebe Ivi hier auf Sendung, denn der Lurch und ich sind auf der Spielemesse. Und die Ivi, wie ihr wisst, hat einen Püppchenschubs
Thema. Das heißt, sie spricht über Miniaturen. Und morgen gibt es ein Gelände-Special, auf das ich schon sehr gespannt bin. Also sie redet nicht darüber, wie man Figürchen bemalt, sondern wie man die Tabletop-Gelände baut, wo man sie bezieht, wie man sie anmalt. Und da gibt es so viele Sachen zu, von denen ich keine Ahnung habe. Also das ist morgen Abend in Ivis Püppchenstube. Und am Freitag bin ich dann wieder online, denn wie ich ja gesagt habe, bin ich morgen mit dem Lurch auf der Spielemesse. Und wir werden ganz viele Infos einsaugen, wir werden ganz viele Fotos machen, wir werden mit ganz vielen Menschen sprechen. Und am Freitagabend gibt es deswegen das Spielemessen-Special. Wir werden euch erzählen, was da so Neues gibt und wo die Stände sind. Und wenn ihr am Wochenende dann noch hingehen wollt, habt ihr dann alle Infos, die ihr braucht. Und wenn ihr nicht hingehen wollt, sind wir eure Augen und Ohren auf der Spielemesse. Freitagabend, 19 Uhr, Spielemessen-Special auf Lurche und Lama. Möchtet ihr noch was sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Gut. Dann entlasse ich euch, wie immer, wie es Tradition ist, bei Lurch und Lama in einen wunderschönen Abend mit meinem alten irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein. Gehabt euch wohl, inshallah, macht es gut, habt einen wunderschönen Abend, liebt euch, Spielspiele und bleibt gesund. Bis dann, tschüss! Tschüss.